13. Spieltag in der Oberliga NRW zwischen dem SV Bergisch Gladbach 09 und Schwarz-Weiß Essen. Auf dem Papier eigentlich eine klare Angelegenheit. Essen auf Rang 4 mit Ambitionen noch weiter nach oben zu kommen und der SV 09 derzeit auf einem Abstiegsrang und einer 1:5 Niederlage vom letzten Sonntag im Nacken. Aber die bisherige NRW-Ligasaison hat gezeigt, dass an jedem Spieltag jeder jeden schlagen kann. Lars Lese startete mit folgender Aufstellung. Das Lazarett immer noch prall gefüllt, mussten heute auch die beiden Stürmer Ayranchi und Werner auf der Tribüne Platz nehmen. In der Sturmspitze musste daher Thomas Tomanek ran. Beide Teams mit kompaktem Mittelfeld und daher die erste Torannäherung erst nach rund 15 Minuten. Kein Problem für Gladbachs Keeper Sven Forsbach. Essen weiterhin bemüht mit langen Bällen, wäre hier durch Marc C. fast in Führung gegangen. In der nächsten Szene ist es dann Dirk Heinzmann, der das Tor denkbar knapp verfehlt. 23 Minuten waren bis dahin gespielt. Die letzte gute Szene vor der Halbzeit von Gladbachs Jairo Massler mit diesem Versuch aus der Distanz. In der zweiten Hälfte die 09er etwas mutiger. Erst vergibt Massler und dann Tomanek mit einer etwas kopflosen Flanke. Es läuft die 68. Minute. Ayet Shabani schickt Innenverteidiger Frank Steinhausen. Der legt wunderbar ab auf Andrei Schilamow und es steht 1:0 für den SV 09. Kein Schlenker, kein Schnörkel, eiskalt vollendet. Nichts zu halten für Tobias Ritz im Essener Tor. Essen kurz darauf mit diesem Freistoß aus gut 30 Metern. Doppelaluminium in einer Sekunde. Die Wiederholung zeigt, erst Daniel Hecht an den linken Pfosten und dann Marc C. an die rechte Torbegrenzung. 6 Minuten vor dem Ende, dann noch dieser Kopfball direkt in die Hände von Sven Forsbach. Es blieb beim 1:0 und Gladbach kann damit vorerst die Abstiegsränge verlassen. Schwarz-Weiß Essen jetzt mit bereits 7 Zählern Rückstand auf einen Regionalligaplatz. Im Interview der Torschütze Andrei Schilamow ganz bescheiden und die beiden Trainer bei der anschließenden Pressekonferenz. Ja, insgesamt waren wir, fand ich, besser als Schwarz-Weiß Essen und haben verdient gewonnen. Und die Situation, die zum Tor geführt hat, die hat ja nicht so viele Chancen. Kannst du die mal kurz erläutern? Ja, Ayet spielt Steini frei und Steini bringt ihn auch perfekt eigentlich rein und ich brauche nur noch reinschieben. Also kleinste Arbeit von mir eigentlich. Ja, erstmal Glückwunsch schon mal zum Sieg. Ja, ich denke, wenn man in den ersten 20, 30 Minuten sieht, hätte sicherlich nur einen Sieger gegeben, der. Das wäre die Idee gewesen, weil ich einfach glaube, dass wir versucht haben, vor allem das Spiel in die Hand zu nehmen. Letztendlich wussten wir, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die sicherlich im Tabellenende ist, nicht so viel Selbstvertrauen hat. Und von daher wollten wir eigentlich relativ früh ein Tor erzielen, um letztendlich dann auch zu zeigen, dass wir ja, hier unbedingt gewinnen wollen. Und ich glaube, dass wir durch Heinzmann und durch Schulitz zwei sehr, sehr große Chancen hatten. Marc C. war noch von Westerhoff frei vom Torwart, ja, und letztendlich nur da unsere starke Phase nicht ausgenutzt. Und man hat dann in der Mitte der ersten Halbzeit schon gemerkt, dass Bergisch Gladbach immer stärker ins Spiel kam, haben sich reingekämpft und bis dann in der zweiten Halbzeit letztendlich ist. Ich denke auf beiden Seiten kaum Torchancen in der zweiten Halbzeit und ein Fehler. Wird dann ausgenutzt und letztendlich läuft man dann hinterher, spielt aber dann letztendlich viele lange Bälle nicht kontrolliert
haben wir, glaube ich, kurz nach dem 1-0 noch die Ausgleichschance mit dem Doppelpfosten von Hector und ich glaube Marc Cevas. Ja, und ich glaube einfach, dass wir dann nach der zweiten Halbzeit das dann auch nicht verdient haben, weil wir einfach nicht alles investiert haben, keine Körpersprache letztendlich, um so ein Spiel noch zu drehen gegen so einen Gegner. Und das war eigentlich unsere Zielsetzung, hier 3 Punkte mitzunehmen, um letztendlich ganz unten dabei zu sein. Und das ist uns in der zweiten Halbzeit sicherlich nicht überhaupt nicht gelungen, wie es auch in der letzten Woche schon war, sodass wir eigentlich 90 Minuten nicht in der Lage sind, unser Spiel mal durchzusetzen. Ja, war natürlich eine perfekte Spielanalyse. Ich denke auch, dass wir in der ersten Halbzeit aufgrund vieler Fehlpässe vom Mittelfeld, Jürgen Heinrichs hatte 2 katastrophale Balduan ein, Steinhausen ein. Und normalerweise ist das der Moment, wo Essen hier immer zugeschlagen hat die letzten Jahre, sodass wir der Musik hinterhergelaufen sind. Diesmal hatten wir dann so ein bisschen das Quäntchen Glück und ein bisschen auch mangelnde Abschlussstärke. Wir sind dann am langen Pfosten vorbeigerutscht. Forsbach hat einen gehalten. Und nach einer halben Stunde, wie der Kollege auch gesagt hat, denke ich, das war deutlich besser ins Spiel gekommen sind. Das habe ich auch in der Halbzeit gesagt, dass wir jetzt noch mutiger nach vorne spielen sollen. Haben dann die zweite Halbzeit auch recht ordentlich begonnen. Es waren wenig Torchancen im Spiel. Wir sind 2 kompakte Mannschaften, die heute Fußball gespielt haben mit gutem Mittelfeld rein. Und da braucht man eine gute Bewegung. Es muss alles ineinander passen, um zu einem guten Abschluss zu kommen. Wir haben es dann letztendlich exakt einmal geschafft. Und das war das eine Mal, wo wir mal in Effektivität geglänzt haben. Doppelchance, Pfosten, und danach waren es im Prinzip nur die langen Bälle, wo immer mal einer durchrutschen kann, aber ich fand, dass wir trotzdem recht gut gestanden haben und wenig zugelassen haben. Da war noch mal ein Kopfball, kurz vor Ende, der aber genau auf dem Torwart liegt. Und somit im Prinzip ein 0-0-Spiel und Gott sei Dank für uns ein 1-0-Spiel, weil wir die Punkte, die brauchen wir genauso dringend, aber Abschiedskampf ist irgendwie noch mal härter als oben zu spielen, deswegen haben wir uns ein bisschen für Aachen rehabilitiert und vielleicht 3 Punkte zurückgeholt, die wir im Grundprinzip nicht auf dem Zettel hatten.